Ich war ein bisschen mad auf Jack Frost. Doch er hat uns eine Karte gegeben, nämlich die letzte Voodoo-Insel. Die können wir jetzt bereisen. Das heißt einfach Jacks Belohnung. Bin ich mal gespannt. Damit herzlich willkommen zurück zu Pirates, The Legend of Black Cat. Vor der letzten Welt, der Lava-Welt, ruhig mich noch ein bisschen, denn Schwierigkeitsgrad, da ist wirklich nicht mehr normal. Somit hoffe ich hier noch irgendwas zu bekommen, was uns weiterhilft. Oh, eine große Insel. Stattdessen, dass er uns einfach sowas gibt, müssen wir uns das alles selbst erarbeiten. Ah. Na gut. Kommen hier jetzt schon Feuergegner oder Yetis oder was? Oder kommen hier einfach normale Voodoo-Gegner? Voodoo-Gegner und die komischen Statuen, die mich mittlerweile sogar begrüßen. So widerlich sind die anderen Inseln gewesen. Das heißt jetzt die Yetis oder die Feuergegner waren auch scheiße nervig. Was? Nachrichten sind in den Stein gehauen. Halte an, Reisender. Nimm dir etwas Zeit zum Lesen. Nur wenn du die Wächter vernichtest, wirst du Erfolg ernten. Den Sprung ins Feuer musst du machen, um die Kraft des Winters zu entfachen. What? Oh, es war jetzt nichts Gutes. Was ist denn das? Wächterprüfung? Einfach nur Fights? Oder auch Rätsel? Oh, ich hab Angst. Das passt gut zur Voodoo-Welt. Das Ungewisse. Wieder mal. Ja, die sind mir auch sehr dankbar, die Gegner. Und wir haben ein bisschen Schwert. Allen Gegner sind nicht mehr so eine Challenge. Seht ihr das? Ein paar Hits und sind weg. 10 Wurfechse! 10 Giftpfeile. Oh, die habe ich alle gekauft im letzten Fall. Boah, der war. Ist halt so jetzt. Von jedem gibt es da richtig viel. Oh, die wollen aber, dass wir gut vorbereitet sind. Ich weiß ja auch nicht, ob mir das gefallen mag. Das ist kein gutes Zeichen. War aber auch eine Kristalltruhe, ne? Ich glaube, die haben den besten Inhalt. Sogar bessere Inhalt als die Knochentruhen. Wobei den Knochenschlüssel immer noch nicht haben, wenn die gelben Schiffe nicht kommen. Doof, oder? Was gibt's hier zu holen? 7 Muscheln, 7 Schätze. Jacks Belohnung ist wirklich viel. Wenn man sie alles an den Nagel reißt. Das ist schon ein bisschen komisch, dass die Insel jetzt Jacks Belohnung heißt. Naja. Ach, vor euch habe ich keine Angst. Wenn ihr das meint. Oder doch? Doch, ich habe Angst vor denen. Naja, solange sie Herzen droppen nicht. Der Dschungel und seine Gefahren, es geht wieder los, Leute. Sehr schön. Ah, der lebt noch? Ich glaube, ich spinne. Zeit, dass wir hier Vampirschädel benutzen, um uns zu heilen. Noch eine stärkere explosive Fässer jetzt mittlerweile. Also wenn hier irgendwie ein Geschützturm mit der lauert, können wir jetzt wahrscheinlich sehr schnell zerstören. Oh, kleine süße Äffchen. Schimpansen, kleine Diddy Kongs. Oh, die Musik macht wieder eine bedrohliche, gefährliche Atmosphäre. Und da hinten sind wieder meine Lieblingsgegner, Kappa. Aber natürlich doch, ne? Aber natürlich doch. Immer doch. Warum ist hier ein Teleporter? Der nicht aktiviert ist. Nicht aktiviert werden kann. Probably. Oh, das Giftstatue. Oh. Ist nochmal ziemlich sozial manchmal, ne? Die droppen immer ganz gerne mal ein Herz. Und sobald man sich heilt, ist auch das Gift weg. Wie ihr es bemerkt habt. Also, um Gift zu kurieren, kann man einfach Vampirschädel werfen. Oh, da sind Teleporter jetzt. Bringt einen zurück. Ich könnte hier halt auch runterrutschen, ne? Let's find out. Ein anderer Teleporter. War es gut oder scheiße jetzt, was ich gemacht habe? Jetzt wohl gleich. Wurde rausfinden. In der Masse sind die Käfer gefährlich, finde ich. Generell, Gegnermassen zu bekämpfen, ist immer schwer. Ach! Guck! Das war ein Secret. Sehr schön.
Müssen wir noch auf der anderen Seite kommen. Und das kommen wir wohl so. Hör auf! Lass es, denn ich hasse es. Oh, was wäre man nur ohne die Vampirschädel, ne? So ohne Witz. Ich wäre schon tot. Ohne die. Deswegen hast du die aber auch bekommen. Das ist unsere Statue, die wieder angreift. Oh, die können wir natürlich jetzt ein bisschen schneller besiegen. Das neue Schwert ist ein Segen. Der Segen von Neptun, dem Gott des Meeres. Den wir auch im letzten Part getroffen haben, Leute. Ob ihr es glaubt oder nicht. Guck, das ist ein One-Hit. One-Hit-Wonder bin ich. Wonder here, wonder why. Yesterday I'm talking to blue, blue sky and always I can see. Just a yellow lemon tree. Oh. Ey, nur Bäume, sonst nix. Viel zu ruhig für meinen Geschmack. Ich spüre, dass hier irgendwo ein Schatz vergraben ist. Ich schätze aber auch noch nicht viele gefunden, ne? So viel zu Jacks Belohnung. Was? Ist der? Oh, das Item sackt so hart. Ey, Ertigis nehme ich. Auch viele von ihnen gebraucht mittlerweile. Ich rieche Gold. Oh, noch mehr. Na gut. Jetzt kriegen wir wenigstens unsere Belohnung, ne? Die Frage ist wieder wo? Wo ist dieser Schatz? Ey. Oh, Vampirschädel, zwei Stück. Sehr nice. Und diese Branddinger da. Gut, dass ich die nicht gekauft habe. Jetzt waren die eh wieder voll. Stirb! Die waren nie eine Challenge. Und sind sie jetzt noch weniger mit den neuen Sword. Sword of Justice. Ich rieche Gold. Noch mehr Schätze. Was geht denn los? Ich bin schnell empfinden, Leute. Wir schauen die Tickies auf. Das gefällt mir. Die Lava-Welt. Das ist gar nicht mehr, wer der Boss war in Lava-Welt. Hast du überhaupt einen Boss? Ja, stimmt, ne? Ansonsten gibt es natürlich noch Hawk. Final Boss. Der auch mehrere Phasen hat, dieser Bosskampf. Er hat drei Phasen, Leute. Der wird richtig geil. Würde ich jetzt schon drauf freuen. Auch wenn wir den natürlich noch lange nicht machen werden. Dann werde ich erstmal, wenn ich alle Schätze gefunden habe. Ich hoffe, das schaffe ich auch. Rock. Schön überall umgucken, weil hinter jedem Baum könnte tatsächlich so eine Muschel versteckt sein. Von daher. Hört ihr das? Packen jetzt ernsthaft nochmal die Affen aus. Ich glaube es nicht. Tatsächlich. Seht es. Ja, das sind Witzfiguren, vielleicht zu Yetis. Die sind gar nicht mehr so gefährlich, ne? Die Affen. Na gut. Ich glaube, ich soll die gar nicht mehr respektieren. Das ist ja mal das hier. Hm. Bounce, bounce. Ist ja cool. Gute Leute. Gut gegen viele Gegner. Oh Mann. Stirb! Und du auch. Och, Bro. Ja, egal, so geht's auch. Ja, das war nur ein Teil verbrauchen, ist viel wert gegen die. Die ollen, blöden Statuen. Ja, aber das ist nicht geil jetzt. Zwei davon zu besiegen. Da brauche ich leider einen Totem. Ja, ihr merkt schon, ne? Die Voodoo-Welt ist irgendwie eine so die Herausforderung. Und was haben wir Probleme gegen die Statuen und generell gegen die ganzen Gegner hier? Das ist nicht mehr so schlimm. Hab ich eh schon voll gehabt, glaube ich.
Die Vampirschädel sind immerhin wieder voll. Das ist Jacks Belohnung, der Scheiß hier. Das ist doch ein Witz. Ein ziemlich schlechter Witz, wenn ihr mich fragt. Das ist doch wirklich Müll. Oh, Leute. Zwei Schatztruhen fehlen. Warum auch immer? Dann sind wir wahrscheinlich wieder am Anfang, oder? Nee. Ist aber nicht. Hieß nicht, spring ins Feuer, hab keine Angst oder so eine Scheiße. Wir müssen in den Qualm. Das ist Teil der Prüfung! Auf einmal sind wir ganz woanders. Finden wir hier den Rest vom Schützenfest und die wahre Belohnung. Bislang bin ich ziemlich sauer auf Jack Frost. Weil es echt nicht gut ist bisher. Da ein paar Tiggis, ein paar Vampirschädel. Oh, hab ich mich verjagt. Oh, so viel auf einmal davon, ey. Oh ja, moin. Ey, Wunden, Leute, die würden jetzt wahre Wunder bewirken, aber die geht's natürlich auch. Special Move. Jetzt bin ich gespannt. Oh, okay, das ist eine Belohnung. Wolfsgalionsfigur nach Appell des Jägers, der vereisten Einöden geschaffen. Unterstützt diese Galionsfigur die Schiffskanone mit der Kraft des Eises. Oh, ihr wisst, wie stark das Eiselement ist, ne? Dann können wir die feindlichen Schiffe einfrieren. Boah, das ist broken. Das ist richtig broken. Kann sein, dass ich das sogar dann nehme. Mein Schatz, drei Muscheln. Ich weiß nicht, wo es sein soll. Schon Kate, sag es. Sag es. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Schatz vergraben ist. Sag es. Das ist immer noch nervig. Wir sind immer noch overpowered. Fuck it. Vampirschädel. Das ist der Shit, den wir brauchen. Oh Mann! Das kann man halt nicht punishen, die Scheißviecher. Oh mein. Die haben so einen Rückstoß quasi, wenn die angreifen und dann sind die wieder unantastbar. Das ist ein perfekt geteilten Jumpman. Na los! Ich hab ihn euch! Der Voodoo-Zauber, ey. Die Voodoo-Statue und Voodoo-Zauber besiegt, welche Ironie. Ich spüre, dass hier irgendwo ein Schatz vergraben ist. Bitte sag es, bitte. 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 Ich hab nur diesen einen Traum, Cat. Sag es. Ich spüre, dass hier irgendwo ein Schatz vergraben ist. Jetzt sind wir wieder am Anfang, ne? Du. Was? Zwei Muscheln, ein Schatz. Ich glaube, es gab auch noch eine andere Abzweigung. Ganz am Anfang hätte ich, glaube ich, noch rechts können. Bei Jacks Belohnung aus dieser Insel. Ja, werden wir auch noch auschecken. Ich glaube nicht, dass es der letzte Weg überhaupt ist. Statuen? Statue? Kein Gift? Also das war wahrscheinlich die Hauptbelohnung, diese Galionsfigur. Gehe ich mal voraus. Ja, da sind wir wieder am Anfang. Eine Nachricht ist in den Stein gehauen. Halte an, Reisender. Ach, das hatten wir schon. Vielleicht ist hier noch was. Ich schaue ganz gerne die 100% hier. Eine Muschel, ein Schatz, fehlt's. Ich spüre, dass hier irgendwo ein Schatz vergraben ist.
rieche Gold. Sag es weg. Einmal hin. Rieche Gold. Wir haben alles. 100%. First try. Easy money. Oh Mann. Ich meine, die Feuertickies sind saugeil, aber ich hab die ja schon alle. Alle Tickies voll, Leute. Wir sind super gut gewappnet. Super gut gewappnet, Mann. Jo, 100% Jacks Belohnung. Das ist geil. Oh, wir haben die Wolfs-Galions-Figur. Ob Eis so effektiv ist in einer Lava-Welt? Ich weiß ja nicht. Hallo. Schnauze. So. Das lief ja wie geschmiert hier. Und wie viele Orchideen fehlen eigentlich noch? Ich glaube zwei, die sind bestimmt in der Lava-Welt. Zwei Stück. Gefallene Sterne. Zwei Stadtfestungen, ne? Ja, es gibt ja auch noch zwei Lava-Abschnitte, wo wir noch gar nicht waren. 61 Muscheln. Das ist viel, ne? Das ist echt viel, was noch fehlt. Da mal weg hier. Ja. Ich will mich nicht beschweren über Jacks Belohnung jetzt. Wo ist denn der Wolf? Da ist der Wolf. Machen wir den mal ran. Mit Eisatem. Sieht cool aus. Das Symbol mit so einer Schneeflocke. Cool, cool. Ich kann es einfach nicht glauben, dass wir die nicht antreffen. Diese scheiß gelben Dreckspiraten. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der Typ war. Vielleicht gibt er ja nochmal einen Tipp. Ich will eigentlich nochmal zu dem hin. Da ist der. Ich muss wissen, was der zu sagen hat. Da stimmt was nicht, Leute. Die gelben Piraten hätten schon lange kommen müssen, glaube ich. Das ärgert mich ein bisschen. Merkt ihr selbst, ne? Dass mich das mitnimmt. Und hier ist eine Knochentruhe. Ja, wow. Das wäre jetzt eine Kristalltruhe, ey. Hätte mir dann wahrscheinlich geholt. Und da drin ist wahrscheinlich auch die letzte Muschel. In dieser Inselkette. So ein cooles Schiff, Mann. Und ich meine, das kann man noch einmal ausbauen. Ich hatte es halt nie geschafft. Ich weiß nicht, was man dafür tun muss. Vielleicht muss man echt alle Schatzkisten finden. Irgendetwas. Nicht sagen, das Schiff sieht nicht geil aus. Zu uns erarbeitet haben. Bedenken wir, mit was für einem lächerlichen Dreimaster wir gestartet sind. Da war es sogar nur ein Zweimaster. Oh ja. Ich war zum Glück direkt uns hinwarpen. So, Kumpel. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich habe keine gelben Schiffe gefunden. Verlang nicht das Unmögliche. Hast du diese Bösewicht auf dem Meeresgrund verfrachtet? Noch nicht, Sir. Warum verschwendest du dann meine Zeit? Komm erst wieder zurück, wenn du meine Crew gerecht hast. Oh, diese Qualen. Diese endlosen Qualen. Sag mir, wo die sind, du Arschloch. Hast du diese Bösewicht auf dem Meeresgrund verfrachtet? Noch nicht. Bis gleich. Das kann man nicht wegtun. So ein Arsch. Gibt uns eine Aufgabe, aber sagt nicht, was wir, ja, was wir tun sollen schon, aber wo man dann suchen soll. Also ich bitte dich. Will was von uns und dann ist er ein Idiot. Doch lächerlich. Internet sagt, Fjorde des Eises. Warum kommen die verdammten Dreckstypen denn nicht? Das ärgert mich. Ich ärgere mich richtig gerne, Leute. Ich will nur ein letztes Mal bei den Fjorden des Eises gucken. Ich mach das Labyrinth heute sowieso nicht mehr.
die Aufnahmesession dann auch beendet ist. Den Rest vom Schützefest, Lava-Welt und so mache ich dann in der nächsten Session. Keine gelben Segel, das ist zum Knochenkotzen, wirklich. Das ist wirklich zum Knochenkotzen. Wo sollen die denn sein, diese Wichser, Mann? Das nervt mich. Die sind wahrscheinlich auch da unten, da. Wo dieser Sonnenuntergang ist. Ich glaube, dann wird man dahin geportet. Ja, von daher. Starten wir uns mal aus mit dem Grog. Bei den Trödler. Dann sind wir bestmöglich gewappnet. Für das Labyrinth. Das ist zumindest mein Plan jetzt. Sieht das aus? Okay, gar nichts. Komisch. Der Wolf. Vielleicht so ein Nahkampfangriff. Wenn man nah an Gegner dran ist, dass die an einen gefroren sind. Komisch. Wäre lustig, wenn jetzt ein gegnerisches Schiff käme, ne? In der ersten Welt. Eh keine Chance. Ja, gerade hier, ne? Gibt's doch so viele Truhen. Echt blöd. Ich höre richtig. Sind das denn Truhen, die wir öffnen können? Das ist auch die Knochentruhe. Ich meine, Knochentruhen sahen immer anders aus. Aber ihr Pfeifen. Gucken wir nochmal. Wir haben alle Schlüssel des Spiels. Außer den Knochenschlüssel. Ey, das ist aber nicht da. Weiß nicht. Wir machen das, wenn die Zeit reif ist. Wenn wir auch den Knochenschlüssel haben, wenn sie vor der sicheren Seite. Rock. Ach, was soll's. Ja, Leute, ich sag jetzt schon mal Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich werde jetzt zur Lava-Welt gehen, zum Speicherpapagei, wo wir schon mal waren. Und dann werden wir dieses Labyrinth im nächsten Part mit dem Schiff befahren. Mal gucken, was da an Land abgeht. Leute, bis dann. Haut rein, macht's gut. Bis dann und ciao. We'll be right back.